Ja, herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar, ich bin wieder unterwegs auf Lost Place Tour und heute sind wir, ja, ich würde mal sagen, bei einem verlassenen Hotel, war das mal, oder soll das mal darstellen, und ich zeige euch jetzt mal ein bisschen was. Hier stehe ich auf dem Balkon. Ist schon alles ziemlich runtergerockt, seht ihr ja hier, lauter Graffiti. Aber, ja, ist ein Lost Place in Thüringen. Jetzt wird es dunkel. Hier sind noch Zimmer. Ach, da. Schaut mal. Noch ein altes Waschbecken. Hier. Ist auf jeden Fall ein Hotel gewesen. So viel wissen wir. So, gehen wir mal durch. Hier ist auch noch mal so ein Zimmer. Ist auf jeden Fall, ja, also immer die schönen Balkon hier, das seht ihr ja. War bestimmt mal ein geiler Blick nach draußen. Grüß euch, servus. Ganze Toilette noch. Der Wahnsinn. Ja, und alle haben diesen charakteristischen, sage ich jetzt mal, Balkon. Auch geschlossen ist es eine Touristenattraktion, sehen wir gerade. Ja, auf jeden Fall. Scheiben sind schon drin reingedonnert. Jetzt gehen wir mal ganz hoch, ehrlich gesagt. Geländer schon weg. Also hier ist das Ganze ein bisschen heller. Riesen Duschkabine. Ja, ist auf jeden Fall schon ziemlich runtergerockt. Graffitis an der Wand. Hier oben ist auch noch mal ein Raum, der eigentlich für den ganzen Fachwerk hier eigentlich ziemlich geil ist. Also finde ich. Und wisst ihr, was mir auffällt? Die Bude ist zwar total runtergerockt, aber die Platten sind alle noch da. Und zwar wirklich alle in dem ganzen Gebäude. Wahnsinn. Ja, dann gehen wir noch mal weiter und schauen uns noch ein bisschen was an. Schon krass. Das ist halt alles schon, wie gesagt, ziemlich runtergeranzt, ne? Aber was echt geil ist, sind diese Fackelbalken. Wahnsinn. Hammer. Gehen wir mal da rein und schauen uns das hier mal an. Krass, oder? Überall Graffiti an den Wänden. Aber so ist es halt nun mal. Also ich frage mich immer, was die Leute dazu bewegt, alles zu beschmieren. Ich meine, wenn es geile Graffiti sind, ist es ja nicht dagegen einzuwenden, aber das hier ist halt einfach nur sinnloses Geschmiere.
was mir persönlich halt gar nicht gefällt. Aber gut, so ist es halt nun mal bei Gebäuden, die verlassen werden. Der Vandalismus ist nicht weit. Ja, das ist die da Dach. Und wie sich das für eine Losblech-Aktion gehört, gehen wir halt auch auf den Dachboden. Ein Dachboden. Mmh. Ja, den kann ich wieder benutzen. Gummis hier. Mehrfach benutzbar. Ja. Wahnsinn. Also ganz kuriose Geschichte ist das Bett hier, würde ich jetzt mal behaupten. Wer weiß, was da passiert ist. Böse Zungen behaupten, ihr wisst. Also das ist schon, ganz böse Zungen. Das ist schon echt mysteriös. Auf jeden Fall hat sich da jemand Mühe gemacht, weil er muss das Bett ja da drin geschleppt haben. Und das ist auch hier in den Dachboden. Der Wahnsinn. Der helle Wahnsinn. Also ist jetzt kein typischer Lost Place, weil ich würde mal sagen, ist ziemlich runtergerockt. Leider keine Einrichtung, nichts vorhanden, aber es muss ja nicht immer ständig so sein. Viele Graffitis, ziemlich viele Scheiben kaputt, aber so ist es halt nochmal. Im Keller angekommen, stinkt extrem nach Heizöl. Hier oben ist auch schon alles runtergekommen. Wahnsinn. Hier ist ein altes Elfenchen. Wahnsinn. Bumm. Ist da jemand erschrocken? Hier haben wir einen alten Heizraum. Beziehungsweise nein, nicht Heizraum. Da oben ist bloß so Heiz. Geschichte. Also es sieht schon creepy aus mit diesem Laden. Schade, dass es kein Geruchs-YouTube gibt. Oh. Ich glaube, wir kommen langsam der Küche näher. Ne? Hätte ich jetzt auch gesagt, ne? Ja, ist da oben ein Ratten oder was? Nein, ist kein Ratten. Alter, wer möchte denn die Fäden so? Jetzt hat halt irgendwas Spaß, die mal wieder. Also hier haben wir Waschmaschinen. Trockner. Wahnsinn. Was ist das hier? Wahrscheinlich zum Einschmeißen fürs Geld. Ich weiß nicht, wie ich aber machen. Ja, zum Einschmeißen. Eine fürs Mark Geld. Noch. Eine Mark, also noch eine Mark. Mark? Eine Mark noch. Eine Mark. Also das hier ist echt traurig. Hier hat sich anscheinend jemand das Leben genommen. Hier seht ihr das ganze Gebäude nochmal von außen. Das war, ich würde behaupten, eine Pension oder irgend sowas. Ein typischer Lost Place, jetzt nichts Spektakuläres, aber auf jeden Fall etwas, ja, was man machen kann, aber vielleicht nicht muss. Ja, der Jens hat noch was entdeckt. Gehen wir nochmal und gucken mal. Hier ist noch ein zweites Gebäude. Durch den Dschungel gekämpft. Hier waren anscheinend alte Waschbecken drin. Ja, das ist nicht spektakulär, das, ne? Ha. Duschen und Toiletten. Hier ist auch nochmal ein Teil von einem alten Gebäude. Hier sind nochmal alte Toiletten. Hier auch schon alle Scheiben draußen. Ne? Ha! Tada! Ja, und
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Sagt mich weiter. Vielen Dank für den ganzen Support, den ich gerade erhalte. Sei es über Instagram, Facebook oder jetzt auch YouTube. Vielen Dank dafür. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video.